willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity. Ja, wir sind wieder am Start mit der neuen Episode. Ich habe auf Facebook gefragt, Dreier-Kette-Squad. Das hat sich im Endeffekt so entgeben. Ich habe noch einen Dreier-Kette-Squad gefragt, es kamen einige und eins hat mir richtig, richtig gut gefallen. Einmal das von Chris Dietz natürlich mal wieder, das habe ich im Endeffekt nicht genommen, sondern das jetzt hier. Der Ersteller ist jetzt eingeblendet, danke auf jeden Fall an dich. Ist eine, ja, relativ nice Idee auf jeden Fall. Ich habe es ein bisschen umgewandelt, dazu aber gleich mehr. Es war ursprünglich mal ein BSG, beziehungsweise in Ansätzen BSG. Jetzt ist auch noch ein BSG, aber nicht mehr ganz so ausgeprägt und das ist auch einer der größten, ja, Fehler, beziehungsweise eines der größten Mankos, was dieses Squad hat, aber dazu gleich mehr. Wenn der PSN mag, ist auch gut am Rauschau, bei King Green vorbei, bei Headset Bedarf. Bei Sennheiser, dem Marktführer für Headsets. Und damit unterstützt ihr mich genauso, wie wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr einen Daumen nach hoch noch besser. Lasst einen Daumen nach oben da. Ganz einfach. Ist eine riesen Unterstützung für mich, würde mich sehr, sehr freuen. Gut, wir starten im Tor. Wir hatten Keeper schon mehrmals. Und zwar ist es Frey. Muss nicht mehr viel zu sagen. Ist solide, aber nicht mehr. Innenverteidigung besteht dann einmal aus Seavog Inform auf der linken Seite. Zentral haben wir dann Frank und auf der rechten Seite haben wir, ihr seht es da hinten, eventuell Fontaine. Den Franzosen von Auxerre aus der zweiten französischen Liga. Ja, Franco sehr solide, sehr, sehr schnell. Gute Arbeitsrate mit gering hoch. 1,83, zwar nur groß, aber kann trotzdem Kopfballduell gewinnen. Genau das gleiche gilt für Seavog. Auch der nicht besonders groß, aber aufgrund seines Tempos, seiner Defensive und seiner physischen Werte ist der vollkommen in Ordnung. Kostet auch nicht so viel für eine Inform, geht auf jeden Fall vollkommen klar. Fontaine geht gar nicht klar. Hat zwar eine Torvorlage, ihr werdet auch noch sehen, wofür diese zustande kam. Der hat nämlich im letzten Spiel einfach mal einen Longshot rausgehauen. Ihr seht, ich habe nur 3 Spiele gemacht und er war der Grund, denn er hat meiner Defensive einfach eine unfassbare Destabilität verliehen. Ja, ich hatte quasi nur 2 Verteidiger, weil sein Stellungsspiel so scheiße war, ja. Ihr seht es, 59 Defending, er hat 77 Tempo, damit kann er nichts wettmachen, auch mit den geringen Mittel der Arbeitsraten gar nichts. Sein Stellungsspiel ist absoluter Murks und nur sein Longshot war einigermaßen in Ordnung, den hat er im letzten Spiel gegen Latte gesetzt. Werdet ihr, wie gesagt, in den Highlights sehen, aber ansonsten, naja, Fontaine auf jeden Fall nicht mein absoluter Lieblingsverteidiger und er hat das Squad ein bisschen schlechter gemacht als eigentlich, weil ihr könnt jeden Perfect-Ding zwischen Franzosen und, ja, rechten Mittelfeldspieler, ne, Innenverteidiger, rechten Mittelfeldspieler, Franzosen hinstellen. Perrin, den ich ja hasse beispielsweise, und Hamouma wären möglich und andere auch noch, also gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und, ja. Die machen dann das Squad besser, als es so ist. Rechtes Mittelfeld haben wir dann den zweiten Bronzespieler in diesem Team und den letzten Bronzespieler. Und zwar heißt er Fumu Tamuzo und zwar mit Vornamen François Xavier Fumu Tamuzo. Das ist so ein geiler Name. Eine hochgeringe Arbeitsraten, 3 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot, genau wie sein, ja, Freund da auf der Innenverteidigerposition. 1,80 groß, geht auch klar. Ein Türchen gemacht, war ein Sweaty Goal, würde auch nicht in Highlights zu sehen sein, weil es einfach nur in der 120. Minute ins, nee, nicht 120. 118. Ein Sweat war, um Zuge zu gewinnen. Und naja, ist aber trotzdem ein guter Spieler auf jeden Fall. Ging auf außen einigermaßen klar. Zentrale Mittelfeldspieler sind dann einmal Freddy Guarino, auf der anderen Seite haben wir Elkin Soto, da schon normalerweise, wie hieß er denn nochmal, Ramirez, genau, von Atlas heißt es, glaube ich, der Verein, aus der mexikanischen Liga. Hier stand dann Fidel Martinez und hier Arroyo, aber weil Arroyo ja noch in der Quaresma Skillshow kommt, wollte ich ihn jetzt hier nicht hier irgendwie mal spielen lassen, deswegen habe ich einen anderen Kolumbianer genommen, und zwar Soto. Es wären auch, ja, allgemein gibt es viele Variationsmöglichkeiten hier, wir könnten hier beispielsweise James hinstellen, hier Bale, hier Hernandez, einfach noch eine Nation mehr im Endeffekt, oder was weiß ich, ein Quintero, Quaresma und ein Jackson Martinez oder ein Abubakar oder sonst was, geht alles. Auch hier auf der Seite kann man variieren mit Ronaldo und Jesse oder sowas. Und hier dann halt James hin oder was weiß ich, hier irgendwie noch ein Strongling, Neymar und Pedro. Irgendwie sowas. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier für Soto entschieden. Die beiden sehr solide. Ich glaube, Soto hat sogar ein Tor gemacht. Genau, ein Kopfballtor und Guarina hat auch ein Tor gemacht. Oh, guck mal, einer an. Und zwei, obwohl, das war wahrscheinlich in diesem Team. Auf jeden Fall außen sehr solider Mittelfeldspiel mit 4-Star-Skills. Kann man auf jeden Fall so machen. Mit den beiden 5-Star-Skillern hier außen wäre es noch mehr von einem Skill-Team, aber auch so ist schon ziemlich nice, denn wir haben hier auf dem linken Mittelfeldspot Caligiuri. Linker Flügelspieler ist dann der aktuell im Team of the Week vorhandene Ivan Perisic, der ja seinen Inform für seine Performance gegen 96 bekommen hat. Er ist sehr solide, hat so nur ein Tor gemacht, aber dafür 4 Vorlagen, genauso wie er auch in Realität eher mehr Vorlagenspezialist ist als Torspezialist. Mittelarbeitsraten, 1,87 groß, kann dementsprechend Kopfballer, gute Physik, gutes Tempo, gutes Dribbling, perverser Schuss, richtig gutes Passspiel, 5-Star Weakfoot, 4-Star Skills, was kann man mehr erwarten? Für 30.000 Coins ist das richtig, richtig geil. Und Caligiuri geht auch vollkommen in Ordnung als Außenspieler, sage ich mal, hat ein Tor gemacht, das war ein Kopfball. Allgemein relativ Kopfballstark, überraschenderweise mit 1,82 Körpergröße hat er mehrere Kopfbälle rausgehauen, auch nach Ecken beispielsweise. Und ja, geht auf jeden Fall vollkommen klar für einen Non-Rare-Spieler für 400 Coins, kann man sich dann nicht beschweren. Rechter Stürmer, ich denke mal, man kann ahnen, wer es ist, wenn da ein Guarin spielt. Es ist natürlich Cuadrado und auch der war ziemlich, ziemlich stark. 4 Tore gemacht, er war der beste Spieler in diesem Team. 16.000 Coins ungefähr gekostet, 5-Star-Skills, 93 Tempo, 87 Dribbling, ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Ein richtig perverser Spieler und in diesem Squad hat mir das erstmal richtig, richtig gut gefallen. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Longshots sind geil, Schusskraft ist geil, Abschluss ist geil, auf der Position kann man den wirklich richtig, richtig nice spielen. Stürmer ist dann sehr variabel, ihr könnt hier beispielsweise Ramos hinstellen aus der Bundesliga, wäre eine Möglichkeit, ihr könnt natürlich Rossi hinstellen, Gomez sind alles Möglichkeiten, Muriel wäre auch möglich, hätte nochmal ein bisschen mehr Silber drin, aber
Wie sollte es anders sein? In dem Squad war natürlich der Spieler, den ich vielleicht mit am meisten verachte in FIFA 15. Es ist Victor Ibarbo. Und er hat 3 Tore gemacht. Also einen weniger als Quadrado, Gott sei Dank. Hat auch Forster-Skills, 1,88 groß, 91 Tempo, 80 Dribbling. Ja, irgendwie 66 Abschlüsse oder so. Das merkt man halt. Er hat seine Tore gemacht, wie auch immer. Das waren meistens Finesse-Schüsse, die jeder andere Bronzestürmer auch gemacht hätte. Aber er ist halt schnell und er ist körperstark. Und das macht ihn overpowered. Und dementsprechend ist er schon ein guter Stürmer für den Preis. Kann man sich nicht beschweren. Trotzdem wird er nicht mein Lieblingsstürmer und ich werde nicht weiter mit ihm spielen, weil da kann man auch einen Rama sehen schnell. Der hat die ganzen Sachen genauso gemacht. Das Nice bei ihm ist halt, dass er Forster-Skills hat. Aber ansonsten nicht sonderlich beeindruckend. Das war's von diesem Team. Ich weiß, ich habe jetzt wieder Ibarbo schlecht gemacht. Aber in meinen Augen ist er halt nicht der absolute Megastürmer, sondern fuckt mich mehr ab, als dass ich ihn irgendwie richtig geil finden würde. Aber ja, ihr findet jetzt noch die Highlights im Hintergrund, beziehungsweise kriegt jetzt noch die Highlights gleich hinten angeschnitten. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben ist eine große Unterstützung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.